Ich mache da mal eine Gruppe auf. Leute, ich habe da eine nice Sache am Start. Ihr könnt da was gewinnen. Oh cool, was denn? Virus? Nicht gleich so negativ. Hä? Hier mal ein Beispiel. Die Stiftung Jugendraum fördert Ideen von und für Kinder und Jugendliche im Bistum Mainz. Wie Zeltlager, Festivals, internationale Jugendbegegnungen. Virus? Nee, natürlich nicht. Das ist von der Stiftung Jugendraum von der katholischen Kirche. Kannst du natürlich öffnen. Stiftung Jugendraum? Was denn das? Die fördern Jugendprojekte, also so digitale halt. Deshalb auch das Motto How to be digital. Cool. Ich finde es richtig gut. Sorry, hab's jetzt erst gesehen. Musste mich um meine Follower kümmern. Also nicht das? Nee, also genau das nicht. Kirche und digital? Als ob. Ich hab da schon mal mitgemacht. Geocaching in der Gruppenstunde. Cool, mir würden da ein paar Sachen einfallen. Kann ich da ein Video hinschicken? Oder wo kann ich mich da bewerben? Bei der Stiftung Jugendraum, guck mal hier. Der Stiftungspreis Ideenreich 2018 steht unter dem Motto How to be digital. Zeigt uns, wie digital ihr seid. Habt ihr eine App fürs Zeltlager entwickelt oder mit eurer Jugendgruppe ein Film- oder Fotoprojekt gemacht? Dann könnt ihr euch bewerben unter www.stiftungjugendraum.de noch bis 1. Oktober 2018 und einen Geldpreis im Gesamtwert von 2.500 Euro gewinnen. Bin ich am Start.